ihr Lieben, wir sind Ricardo und Raquel. Und heute erklären wir euch eine Figur mit Richtungswechsel. Viel Spaß beim Anschauen, Ausprobieren, Tanzen. Jetzt haben wir noch was Kleines, Feines für die Milonga, was in der engen Umarmung am schönsten zu tanzen ist. So, wir beginnen aus dem gekreuzten System. Das heißt, wir machen jetzt Sei, Fußwechsel und ein Rebote. Also vor, zurück und bringen die Frau gegen die Tanzrichtung. Vor, zurück, auf die andere Seite. Jetzt gehe ich wieder nach vorne, aber innen mit rechts. Vor, zurück. Fußwechsel für die Männer. Jetzt sind wir wieder in Tanzrichtung. Also wir haben jetzt zweimal einen Richtungswechsel gemacht und bringen die Frau ins Kreuz. Nochmal. Also die Idee ist beim ersten, dass ich jetzt ihr hinteres Bein, ich denke, ihr hinteres Bein muss auf die andere Seite. Das heißt, ich drehe sie, und das ist ihre Achse, sie steht hier, das rechts. Wird dann gleich stehen auf rechts. Ich versuche sie jetzt sozusagen hier zu drehen. Puff, und das Bein auf die andere Seite zu bringen. Damit das gelingt, muss ich mir nach dem, also vor, zurück, darf nicht mehr auf dieselbe Spur zurückgehen, sondern mehr öffnen, damit ich ihr Platz mache, hier, indem ich da drauf gehe, dann auch hier wirklich drehen zu können. Ja, das ist jetzt wichtig. Bei der Figur müssen wir jetzt zur Seite gehen. Es gibt Figuren, die wir gemacht haben, da dürfen wir nicht weggehen, aber jetzt schon. Ja, das heißt, ich gehe zur Seite, drehe sie, setze nochmal um, ja, auch so ungefähr dieselbe Höhe, und gehe weiter nach vorne, ein Vorwärtsschritt. Vor, und jetzt wieder dasselbe. Ich darf also nicht gerade zurück, sondern muss umsetzen, damit sie Platz hat, auf die andere Seite zu kommen. Mache einen Fußwechsel und gehe mit ihr ins Kreuz. Vor, öffnen, schließen und ins Kreuz. Beim ersten Mal dreht er mich sozusagen in einen Rückwärts-Ocho, also einen Rückwärtsschritt mit Drehmoment. Im zweiten endet das in einem kleinen Seitschritt. Ich sage das vielleicht nochmal, einfach für die Frauen, damit ihr Feedback geben könnt. Hier, das ist diese Rückwärts-Ocho, wodurch er den Richtungswechsel macht. Und jetzt ist es kein Vorwärts-Ocho, aber er bringt euch auf rechts und in einen Seitschritt, bevor es dann ins Kreuz geht. Und hier wieder wichtig, damit der Mann eure Achse spürt und euch drehen kann. Mein Mantra, Zentrierung. Guckt wieder auf diese leichte, sanfte Bauchspannung. Damit ihr nämlich auch gerade beim ersten Richtungswechsel, bei diesem Rückwärtsschritt, schafft, mit dem Bein vor allem dann um ihn rumzukommen. Mit dem Oberkörper wollt ihr ja, so gut es geht, bei ihm bleiben. Er möchte ja euer Bein. Es geht vorne. Das überholt euren Oberkörper, dass ihr da nicht als Block dreht und mit dem Oberkörper den Mann verlasst. Der Seitschritt, der zweite Richtungswechsel ist für die Frauen ein bisschen einfacher. Genau. Für die Männer an dieser Stelle, wenn ihr dreht, versucht jetzt nicht die Frau über vorne, also ihr seid nicht vorne, hier über vorne so zu machen, ja, das hier, weil sonst kippt ihr immer mit. Ich stelle mir immer vor, dass mein Rücken mir Platz macht. Ich gehe nach vorne und jetzt drehe ich mein Rücken nach hinten und dadurch kann ich hier vorne gerade bleiben. Aber wenn ich so drehe, über vorne,
bin ich immer nach vorne gekippt. Also dreht vor, zurück und jetzt mein Rücken öffnet sich und dreht wieder. Und das gleiche wie hier auch, zurück, jetzt mein Rücken dreht, Fuß wechselt und vorne. Das hält euch in die Achse und drückt die Frau nicht weg. Ja, ganz wichtig. Tag. Und ins Kreuz. Das Schöne in dieser kleinen, feinen Figur ist auch nochmal, dass man gut an seiner Haltung arbeiten kann. Dass die Frauen wieder sich erinnern, es ist der Boden, das schwere Becken, es ist der Kontakt zum Mann, den ich beibehalten möchte. Und dann ergibt sich der Rest, in Anführungsstrichen, von alleine. Weil wenn ich bei ihm bleiben möchte, eben, dann geht dieser Rückwärtsschritt, muss ich mich überholen. Und wenn ich mich so anspanne und aufspanne, dann habt ihr eine gute Verbindung und dann sind die meisten Figuren, egal ob die leicht oder sehr schwer sind, viel leichter zu tanzen und auch viel angenehmer. Das finde ich auch das Schöne mit der Technik, fühlt sich das auch gut an. So diese komischen Umarmungen, die wir sagen, die wir nicht wollen, wollen wir nicht jetzt aus technischen Gründen unterm Strich, sondern weil sich einfach in der richtigen Umarmung viel schöner und weicher anfühlt. Das Wort zum Sonntag war das mal wieder. Viel Spaß beim Ausprobieren. Das war's schon wieder von uns für euch. Wir hoffen, die Videos haben euch gefallen und inspiriert. Wie ihr wisst, wir freuen uns immer sehr über Likes und auch Kommentare, auch wenn wir ein bisschen faul sind mit dem Antworten. Aber wir lesen das immer und versuchen auch auf eure Wünsche und Anregungen einzugehen. Also Daumen hoch und am liebsten noch ein Abonnement, wenn ihr das nicht schon gemacht habt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.